Wir kommen jetzt zu zwei Damen, die Zeit ihres Lebens nicht auf Fettkalorien geachtet haben. Für Frau Kechele und Frau Peters gehörte der Hefezopf mit einem Haufen Butter drin zum täglichen Kaffeekränzchen. 5 Jahre lang waren die beiden schwäbischen Hausfrauen im Radio zu hören. Sie wurden dort zu Stars. Seit einem Jahr allerdings ist Funkstille, sehr zum Bedauern der Fans. Jetzt aber sind die beiden wieder da mit einer CD. Ihr Herr und Meister, Entdecker und Macher, Teflon von Fahrer, hat sie exklusiv für die Abendschau wieder zu neuem Leben erweckt. Fünf Jahre lang stürmten Kechele Peters Fans ans Gerät, wenn dieser Spot im Radio ertönte. Frau Kechele, kommen Sie es gerade los! Freitags in SDR 3 Point! Frau Kechele und Frau Peters. Frau Kechele, Frau Kechele. Die schwäbischen Nervensägen jetzt auf einer umwerfenden CD mit 5 Songs und 25 Sketchen. Grüß Gott, Frau Kechele. Grüß Gott, Frau Peters. Morgen ist schon wieder Samstag. Ja, Kehrwoch, Wagenwäscher. Wagenwäscher? Ja, hin Sie einen Wagen, Frau Kechele. Hinter den ja, Fantastischen Zwei steckt der Stuttgarter Geräuschekünstler und Grafiker Teflon von Fahrer. Aus seinen Ideen und seiner Stimme entstehen die schrillen Abenteuer der Hefezopf-besessenen Damen. Comics zum Hören mit einem Haufen schwäbischer Komik. Ja, Frau Peters, aber wenn ich noch wieder zum Einkaufen gegangen. Na, sagt alle Leute, die Frau Kechele hat wieder einen blitzblanken Einkaufswagen. Ja, ich bin hier aufgewachsen im Schwabenland und hab dann immer so die alten Frauen gehört, wenn sie gesagt haben, muss doch das Sutrei putzen, mein Kehrwoche und so. Und dann war das mit dem Sutrei bei mir eingebrannt und das kam halt jetzt auch irgendwie wieder raus. Die ganzen Klischees, Sutrei und Hefezopf mit einem Haufen Butter drin. Also du kannst ganz viele schwäbische Hausfrauen hier sehen, wenn du zum Fenster rausschaust. Aber du wirst bei keiner auf die Idee kommen, die machen wir jetzt zum Radiostar, die Frau. Aber in dem Moment, wenn zwei miteinander reden, wenn sie über den Sutrei reden, über den Hefezopf und so weiter, dann beginnt die Komik. Aber erst gibt's einen Hefezopf. Stuttgarter Nächte sind kurz. Drum händ mir hier kein Hofbräuhaus. Das ist der Schwaberschnupf. Dort war hoch und aus. Stuttgarter Nächte sind geil. Wegen unserem Dreifarbenhaus. Nach Geschäftsschluss gibt's Langweil. Dort war hoch und aus. Stuttgarter Nächte sind brav. In Stammheim, da steht ein sicheres Haus. Und drinnen, da wohnt die Raff. Dort war hoch und aus. Wir sind eigentlich zwei alte Frauen, zumindest im Image und in der Darstellung, aber sie reden über Themen, was eigentlich mehr junge Leute angeht. Sie reden über Orgasmus-Schwierigkeiten oder über sexuelle Probleme und haben äußerst moderne Maschinen, was doch auch auf den Erfinderreichtum der Schwaben hinweist. Manche Hausfrau hat mal Pupp und zieht sich an den Mini-Rock, der Riesenreiber kommt ins Haus. Und die Hausfrau geht hart ran, wenn er bringt ein Haus. Und die Hausfrau wird zum Tier und schon an der Wohnungstür der Briefträger kommt ins Haus. Denn die Hausfrau hat einen Traum, Erotik hinterm Gummibau. Der Briefträger kommt ins Haus. Ich bin in gewisser Hinsicht verantwortlich für die zwei, ich bin der Manager. Und ich habe schon genügend Ärger damit, wenn die Damen eh nicht das tun, was ich will. Ich schreibe irgendwelche Drehbücher und die kreischen dann was ganz anderes rum und lachen dazwischen. Oder im Studio bei einer Produktion, man nimmt herrliche Heimatlieder auf, wo man gemeinsam zusammen schunteln könnte. Aber was machen die? Die kreischen rum und brüllen dann, vermuscht wird warm und so. Und es ist nicht ein Geheimnis, das nicht verraten werden soll. Es ist einfach eine Tatsache, dass ich es gar nicht mehr im Griff habe. Die machen das. Die haben eine Eigendynamik gekriegt, die machen, was sie wollen. Wer soll die zwei überhaupt in den Griff bekommen? Hefezöpf sind in, nicht nur bei den Kechele-Peters-Fanclubs mit ihren 2500 registrierten Mitgliedern.